Leise war gestern. Die Perle der Woche. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer ganz, ganz kurzen, schnellen und fast schon Quickie-Episode der Perle der Woche. Bevor wir uns lange hier verhaspeln, hier kurz, wie funktioniert das? Ich habe hier den Flo, die Pia und mich. Hallo, ihr zwei und ich. Hallo. Moin. Bob. Und wir machen eine kleine Perle der Woche. Es gibt ein Zufallsthema und jeder gibt einen Song dazu raus. Und der Würfel entscheidet, welcher Song als Outro gespielt wird. Ich glaube, das reicht schon aus. Das Thema heute lautet: Dabei werde ich aggressiv. Und das war jetzt gerade super spontan, weil wir uns gerade ein bisschen spaßhalber gekämmelt haben. Dabei werde ich aggressiv. Also bei mir ist es positiv aggressive quasi. Mhm. Und zwar Sieg der Vernunft von Knorkator habe ich erst live auf dem Weg-die-Toten-Festival in Halle gehört. Und ja, da geht's um Töten und Vernichten halt. Ne? Knorkator. Okay, ich bin bei I wrestled a bear. Nee, Quatsch, das war von We Butter with the Bread with Butter. Und zwar nehme ich den Song Alle meine Entchen, denn der ist sowas von die aggressive Version dieses Songs. Also härter kann man ein Lied gar nicht interpretieren. Also Alle meine Entchen. Metal bringt mich immer runter, Schlage auf die Palme, Helene Fischer, Atemlos. Oh nein, bitte lass das nicht laufen. Kai muss einen neuen Song nehmen. Alle meine Entchen ist schon in der Playlist. Was? Auch was? Von dir gewählt. Oh nein. shit. Okay, da muss ich ja, ich nehme ein ähnliches, was du gesagt hast, Pia. Ich reg mich nämlich gerne über Songs auf, das ist echt schwer, sich Dinge zu merken, die einen aufregen. Oder kennst du hier, das wird doch wieder eine Rant-Folge hier. Wir machen hier 10 Minuten von Sascha, I feel lonely, ne? Du denkst ja, es ist voll depressiv. Und guck dir mal den Text an. I feel lonely, I'm the one and only that makes me feel so blue. Und da steht da, I feel lonely, lonely. Das ist so eine krasse Text-Melodie-Schere. Ich hasse es. Es hat funktioniert, denn ich habe einen Song gefunden und ich nehme was von einer Band, die sich aufgelöst hat, und zwar Ruskaya mit Last Christmas. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das schon hatte. Weil Last Christmas von Wham ist richtig schlimm. Ich liebe Last Christmas von Wham. Wer hat welche Zahl? 2. 3. Dann hören wir jetzt hier Last Christmas von Ruskaya. Okay, Spaß. Es gibt für euch hier. Viel Spaß. Tschüss.